Jan und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Heute gehen wir mal hier ein paar NCPD-Aufträge nach und schauen mal, was uns hier so erwartet. Und da starten wir gleich einfach hier mit diesem hier. Die Schrotflinte macht schon ziemlich schön viel Schaden. Das war's zumindest hier. What the hell? Und jetzt habe ich noch Sterne. Wieso auch immer. Eigentlich habe ich ja bloß schlechten Leute umgebracht. Keinen bestimmten Namen. Auf jeden Fall gab es hier eine kleine Abschlachtung. Archiviert das Gespräch, gelöscht und Julia Bonnet. Hör mal, ich habe eine Aufgabe für dich. Ivan von der Gewerkschaft muss aus dem Weg geräumt werden. Du musst ihn erledigen, denn der und seine Gewerkschaft könnte uns Tausende von Stimmen kosten. Wir sind jetzt schon Kopf an Kopf mit Perales. Er ist ein Problem. Haben die Leute über dir das genehmigt? Haben was genehmigt? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Okay, entspann dich. Ich kümmere mich um Ivan. Wie willst du das anstellen? Der klassische junge Reporterin-Trick. Meinst du, da fällt er drauf rein? Der ist sehr vorsichtig. Lässt sich nicht verarschen. Ob er auf eine junge Journalistin reinfällt, die ihm jedes Wort von den Lippen ablesen will? Ich denke schon. Würdest du ja auch. Okay, okay. Und noch etwas. Ivans Leute vergöttern ihn. Es wäre mir lieber, wenn dem nicht so wäre. Okay, wir packen noch die üblichen Boosts und XPDs mit dazu. Haben ein paar echt üble Auflager. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Zwinker Smiley. Okay. Aber niemand hat hier einen bestimmten Namen. Finde ich ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall... Was das dann wohl für Ivan und seine Leute? Schade. Okay, wait, wir sind ja gleich hier um die Ecke. Warum nicht kurz im Laden vorbeischauen? Yes? What's going on? Nova, like your style. Thanks. God knows I try. Hang on, did you just smile? What? Me? No. Night City? You must be seeing things. Need to change up my style. I dare say we have something for everyone. Ja, lass mal sehen. Was hast du denn so für Zeugs? Das meiste kennen wir wahrscheinlich einfach in einer anderen Ausführung. Ausgefranstes Kev. Jacke. Das sieht noch nice aus. 1900.
Egal. Why not? Ja, aber könnte vielleicht passen mit dem Oberteil. Ad ac greener Polycarbonat Greenhouse. Oh, hat auch noch was. Why not? Komm. Danke, tschüss. Ja, was soll ich denn sonst machen? So, dann geht's weiter zum nächsten. Wir haben hier in dieser Gegend noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Die würde ich wahrscheinlich in 2 Folgen machen. Um hier mal ein bisschen aufgenommen zu haben. Den könnten wir vielleicht auch noch mitnehmen. Und dann würde ich wieder den Missionen nachgehen. Aber jetzt erstmal ein paar von diesen NCP-Aufträgen. Sind jetzt schließlich meistens ziemlich einfache Aufträge. Und manchmal gibt es noch einen kleinen Bonus, würde ich sagen. Und auch ein bisschen kleiner Inhalt zur Geschichte. Zum Beispiel das mit dem Perales gerade. Geht ja um die Bürgermeisterwahl. Diese Waffe geht sowieso ganz schnell. Und wenn es dann nur so wenig Leute sind. Oh, da habe ich schon das Gespräch. Archiviertes Gespräch zwischen Zuria Vero und Diego Vero. Wo bist du? Bin noch bei der Arbeit, Schatz. Die Ärsche von der Sixth Street kamen kurz vor Schluss rein. Na klar doch. Zuria, die lassen mich die Bar nicht dicht machen, ehrlich. Wir wollten heute essen gehen. Warte einfach ein bisschen länger. Nein, ich gehe allein essen. Dann kannst du weiter mit deinen Gangsterfreunden trinken. Ich trinke nicht! Natürlich nicht. 17 verpasste Anrufe von Zuria Ferro. Diego, wo bist du? Ich mache mir Sorgen. Diego, ich rufe die Polizei. Wenn das noch ein von deinen dummen Scherzen ist, sind wir durch. Ja, ich glaube, das war kein Scherz. Aber auch hier hat wieder niemand einen Namen. Gespräch zwischen Luke Anderson und Mike. Diego ist tot. Diego, der Barkeeper? Ja. Ich meine, das ist ein echt eine Schande. Aber warum musst du mich deshalb wecken? Ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Aber es war seine Schuld. Er wollte uns aus der Bar schmeißen. Er hat nicht locker gelassen und dann hat sich meine Hand wie von alleine bewegt. Jedenfalls ist Diego mit dem Kopf gegen den Tisch geknallt. Er war dicker mit dem Bus. Fuck, Mike. Das weiß ich selber. Hilf deinem Chum halt mal. Verfickte Scheiße. Na gut, warte dort. Wir sollten ihn zur Baustelle bringen und einbetonieren. Fuck, Chum.
Du hast echt was im Kopf. Okay, einbetonieren. Jetzt frage ich mich gerade, ist ein bisschen laut. So, das ist das Radio hier. Jetzt frage ich mich gerade, könnten wir Diego finden? Also ist er wirklich irgendwo einbetoniert? Hier auf der Baustelle. Die Frage ist, was ist die Baustelle? Also was ist damit gemeint? Gibt es auf jeden Fall noch zwei Kisten? Drei Kisten? Hallo Leute, habt ihr irgendwo Diego gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oben links gibt es noch was. Es sind noch ein paar Leute. Aber das war jetzt in keiner Verbindung irgendwie. Wie es mir scheint. Ja, schade. Vielleicht muss ich da auf der Map noch schauen, die ich hier habe. Vielleicht wird mir da was angezeigt. Ob man da vielleicht irgendwas finden könnte. Mal schauen. Dann gehen wir gleich weiter. Ich würde wahrscheinlich so eine Runde hier machen. Deshalb gehen wir erst dahin. Ich weiß, ich habe noch zwei Levelaufstiege. Und so weiter, die ich eigentlich machen könnte. Mache ich dann vielleicht im Anschluss, wenn ich die Aufträge hier fertig habe. Okay, dass ein bisschen mehr los ist, scheint. Auch mit einem fetten Dude da drüben. Jetzt mal schauen, Security Officer. List. Ich mag die Waffe. So. Das werden dann alle. Okay, dann habe ich vaporisiert. What the hell? Auch hier einfach wieder unschuldige Zivilisten abgeschlachtet.
Gar nicht schön. Und Polizisten offensichtlich auch. Leute, ihr könnt gehen, ihr seid frei. Haut doch schon ab. Archiviertes Gespräch zwischen Alice, Hauk und Vic Vega. Die haben gesagt, dass sie schon ihre eigenen Mietmuskeln haben. Wissen sie, mit wem sie es zu tun haben? Hast du ihnen gesagt, dass ich dich geschickt habe? Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Wir haben ein paar Solos angehört und machen jetzt auf dicke Hose. Was sollen wir tun? Machen wir es auf deine Weise? Richtig. Die kriegen das nur in ihre Schädel, wenn wir es ihnen durch die Gesichtsplatten einbläuen. Alles klar, los geht's. Gut. Mies. Sonst gibt es hier, glaube ich, gerade nichts mehr. Dann geht es gleich weiter zum nächsten. Okay, da fahren wir eigentlich gleich da an Bord bei. Deshalb könnten wir die Zeit gleich mitnehmen. Wir machen ziemlich Fortschritt eigentlich, was so die ganze City angeht. Shit. Sehr unten gewesen. Takemura? The parade will soon start. I will wait where we met before. By the stalls. Just stay out of trouble, okay? Okay, Parade startet also bald. Das heißt dann wohl für uns, dass das der nächste Auftrag ist. Den wir angehen werden. Ja, ja, alles gut. Was wir befahren wurden. Im Haus ist noch jemand. What the hell? Der bewegt sich mega schnell. War's das? Wahrscheinlich noch nicht, wenn die Musik immer noch spielt. Und das war's dann immer noch nicht. Cyberware Upgrade. Sage ich nicht nein dazu.
So, wir erst haben wieder unsere gute Taschenlampenmod. Ach du Scheiße. Ist es hier im Drogenhaus? Sieht mir fast so aus. Oh, lecker Pizza. Oh Mann. Okay, da geht's bloß raus. Kurz mal Money mitnehmen. E9. Shit. No, ich bin verrutscht. Schade. Naja, was soll's. Und ein Gespräch zwischen Lori Banco und Ahmad Escalante. Mach dich auf den Weg zur Kreuzung von Gray und Malagra. Das Haus von Priscilla O'Connor ist da in der Nähe. Brich ein und bring sie dazu, dir das Versteck von Julia zu verraten. Niemand legt einen unserer Chooms um und kommt ungeschart damit von. Niemand. Damit davon niemand so. Verstanden. Wir sind da. Gehen jetzt rein. Und, habt ihr was rausgefunden? Lori, wir plaudern schon seit über einer Stunde mit Priscilla und sie behauptete immer noch, dass Juliet die Stadt verlassen hat und den Kontakt abgebrochen hat. Vielleicht sagt sie die Wahrheit. Dann zwingt sie dir alles zu sagen, was sie weiß, in welche Richtung Juliet wollte, was ihr gefällt, wo ihre Familie lebt, wie sie sich gemeldet hat, wann sie wieder auftauchen könnte, wie sie gerne ihren Kaffee trinkt und in welche Richtung sie sich ihren verfickten Arsch abwischt. Ich will jedes verdammte Detail. Und dann ist mir egal. Wissen wir. Einfach so aus Prinzip kurz die Tür öffnen. Für XP. Wissen wir denn, wo sie hin ist? Okay, wieso wird das immer noch angezeigt? Takemura will irgendwas von uns. Ich frag mich halt, hier wird der Schrank ja angezeigt, aber... Kleiderschrank. Beseitigung. Und die Tür ist halt zu. Wahrscheinlich werden wir das nicht herausfinden. Alright, dann würde ich sagen, war's das hier mit dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.